Muss man wissen, ne? Von wegen. Okay, mein Name ist Dragan Espenschied. Ich bin Internetkünstler, unter anderem Musiker und noch so viele weitere Berufe, die man halt noch so ergreifen muss heutzutage. Und ich möchte was erzählen über Techniken oder Kultur des Trollens in der Internetkunst. Ich möchte mich da also auch ganz speziell auf die Internetkunst beziehen. Es gibt selbstverständlich Vorläufer, viel, was man in der Kunst unter Vorläufer des Trolling verstehen könnte, sei es vom Dadaismus oder von jeder irgendwie krassen Kunstbewegung, die alles, was vorher war, über den Haufen geschmissen hat, oder bis hin zu neueren Geschichten wie Medientrollen wie Joey Skaggs, die zum Beispiel in den USA schon in den 80er Jahren jede Woche als irgendein anderer Experte in irgendeiner wichtigen Show aufgetreten sind. Wo es auch schon darum ging, so Mediensysteme, die einfach am Laufen sind, deren Strukturen sozusagen zu unterwandern. Aber mich interessiert jetzt, ich möchte jetzt vor allem auf das Internet-Trolling eingehen. Und da möchte ich anfangen mit einem, oder auf Internetkunst vor allem, und welche, was da vielleicht ähnlich dem Trolling ist. Ich möchte da beginnen mit einem persönlichen Erlebnis, wo ich das zum ersten Mal selbst gespürt habe, welche Arten von Kommunikation es da geben kann. Und zwar gibt es die sehr, sehr bekannte Künstlergruppe Jodie aus den Niederlanden. Hier ist eine von deren Websites. Die Webseite, wenn man sich den Quellcode anguckt, dann sieht man, was da ist, ne? Also das ist so ein ganz berühmtes Beispiel aus dem, jetzt kommt schon wieder was anderes. Das ist ein ganz berühmtes Beispiel aus den 90er Jahren, als das Web gerade so aufgekommen ist und Mainstream wurde. Wie Jodie da gearbeitet haben mit Enttäuschungen von oder bestimmten Erwartungshaltungen. Also das konnte man zu der Zeit super machen, das kann man auch heute immer noch machen. Das heißt, die Webseite, die strukturiert sich zufällig. Jeden Tag werden die Links da drin umgeschrieben. Es ist eigentlich ganz schwer, auch ein bestimmtes Projekt von Jodie irgendwie zu greifen. Sie treten nicht als Personen auf. Sie geben mir keine Möglichkeit, hier einzugreifen. Das ist einfach eine Domain. Und je nachdem, wie viel www ich da vorne dran mache, ändert sich das auch immer. Da kommt dann immer was anderes. Ja, außer, Chrome halt, ne? Habe ich noch einen Chrome? Nehmen wir halt den. Nee, jetzt geht gar nichts mehr. Ganz toll. Gehen die Pokémon noch? Gar nichts geht mehr. Okay. Die Leute haben mir gesagt, benutzt Linux. Passiert ja normalerweise nicht. Also ihr habt ja auch gesehen, wie schnell man das an Beamer anschließen konnte mit voller Auflösung. Ne? Und teilweise ist es dann so, dass die ganze Interaktion, die auf der Webseite möglich ist, eigentlich in dem Bereich stattfindet, wo Seiten nicht gefunden werden, also wo sonst ein 404-Fehler auftritt. Das muss ich jetzt dringend zeigen. Ja, ich weiß, es gibt eine neue Version, aber... Der 404-Fehler, kennt ihr den noch? Sie haben gesagt, nimm Festplattenverschlüsselung. Ist besser. Ja. Das will ich jetzt mal offen lassen, weil ich bewege mich hier, glaube ich, in den falschen Kreisen, um das genauer zu bestimmen. Seht ihr, immerhin, das hat er sich gemerkt. Das gucke ich hier nochmal meinen Ghetto-Browser an. So. www.jodi zum Beispiel. Ja, da kommt was anderes. Ja, man glaubt's nicht, ne, aber da kommt schon was anderes. Guck doch mal. Ne? Also, und jetzt gebe ich mal irgendwas ein, was es nicht gibt. Und, jetzt bin ich in der 404-Welt. Das ist alles von 1998. Ja? Und jetzt gucke ich mal, was gibt's denn hier? Dann gucke ich mal in die 4 rein. Ja, das Internet ist hier wirklich blazing. was sie hier gemacht haben, ist ein... Ach ja, ganz toll. Leute, echt. Euer Internet. Es ist nicht unser. Ja. Ich weiß, ihr habt das nicht gebaut, das hat die DARPA finanziert und so, aber die... War das nicht gemeint? Schauen wir mal da. Nee, natürlich habe ich das alles vorher ausprobiert, selbst hier in dem
in dem Stroheim-Internet, das hier zur Verfügung gestellt wird, freundlicherweise, wie man sagen muss, was halt der Fall ist, da gibt's ein Messageboard und man schreibt da was rein und man sieht lauter total verkrüppelte Messages da. Und wenn ich was reinschreibe und denke, was schreiben denn die ganzen Pfeifendeckel, da können die sich nicht richtig ausdrücken, dann schreibe ich rein, hallo, was soll das? Und dann werden die Konsonanten und die Vokale auf zwei verschiedene Seiten aufgeteilt. Das heißt, auf der einen Seite steht nur und auf der anderen steht nur und es ist natürlich, ich schaue jetzt mal, ob zumindest ich auf mein Zeug komme. Ah, guck mal doch mal. Wenn das jetzt auch nicht geht, dann ist der Beweis, dass es ja hier an euch liegt. Ach, komm nicht. Okay. Was ich jedenfalls gemacht habe, ist, mir hat die Message dieses Werkes nicht gefallen. Ihr müsst euch vorstellen, das war auch in den 90er Jahren, wo so eine ganz große utopische Haltung dem Internet gegenübergebracht wurde, dass das neue Kommunikationsmedium ist, das uns von allen Lasten befreien wird, die es möglich macht, dass sich jeder ausdrücken kann, wie er möchte, und die sortieren da die Buchstaben auseinander. Das fand ich unmöglich. Und ich habe dann ein Skript geschrieben, das, wenn man Nachrichten da eingibt, dass die in ein Format gebracht werden, das von denen nicht erkannt wird. Ja, das heißt, ich habe dann halt anstelle von einem A habe ich dann irgendwelche Escape Codes da reingeschickt, Unicode, Escape, irgendwas, und darauf haben die nicht reagiert zuerst. Also das heißt, ich konnte dann da einfach schreiben, Hallihallo, Halunken, und das ist dann da auch so erschienen. Ja, ihr wisst. Und ich habe mich dann natürlich ganz toll gefühlt und habe gedacht, ich habe jetzt hier eine Überlegenheitsgeste angebracht. Und da die Webseite von Jody sowieso so aussieht, als wäre das alles wie automatisch generiert, da dachte ich auch, da ist ja gar keiner dahinter. Jetzt habe ich sie aber reingelegt, jetzt habe ich sie gehackt. Und die haben einfach eine Woche später haben die das umgestellt und haben dann eben auch diese Escape-Sequenzen gereg-expt, sodass mein toller Trick nicht mehr funktioniert hat. Das hat nur eine kurze Zeit funktioniert. Und diese Enttäuschung der Erwartungshaltung, aber dann auch noch das Nachbessern. Das heißt, wir haben das jetzt wirklich so gemeint. Wir wollten jetzt wirklich diese Kommunikation, die da eigentlich stattfinden sollte, wir wollten die wirklich anders steuern. Diese, so eine Geste der Überlegenheit, denke ich, das zieht sich so durch einige Werke der Netzkunst. Aber interessant ist dann auch, also das ist wirklich 90er-Jahre-Zeug, ne? Also ganz, ganz skelettierte, das ganz skelettierte Umleiten von Kommunikationsströmen, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Das heißt, obwohl die meisten Leute zu dem Zeitpunkt noch nicht mal mit Internetkommunikation vertraut waren, haben die diese geringe kulturelle Folie, die sich die Leute schon erarbeitet haben, darüber haben die auch noch mal zerrissen. Und das ist ja schön. Es gibt ja nämlich dann viele Dinge, wo man arbeiten kann, also um solche Erwartungen zu enttäuschen. Ja, bitte. Ja, ich nehme alles. Ich nehme auch Internet auf Diskette. Ja. Bitte? Ich probiere noch mal einen Reload. Und wie heißt dein WLAN-Hotspot? Android SKP. Das muss. Jetzt gucke mal. Da. Das muss ich noch mal schauen. So, Kamera ist hinter mir keine. Nee. Warte. Der erscheint jetzt hier nicht. Ja, sowas. Ja. Hast du es verborgen? Nein. Weißt du, ich trenne mich hier mal mit der Trollkunde und verbinde mich einfach nochmal. Da ist es doch. Ey, toll, ja, okay. Cool, ne? Ja. Okay, hier. Ich will nicht Angry Birds spielen. alles klar. Alles klar. So. Genau, das Passwort besteht aus ganz vielen Boppeln. So, hast du dein eigenes Internet? Na, ich hoffe mal. Ey, toll, schaut mal. Ja, so sieht's da aus. Jetzt schreibe ich jetzt zum Beispiel, hallo Trollkorn. Ja, genau. Das wird jetzt, hör mal, da kommt eine Hülle drücken. Und hier drüben in der Nummer 4, in der anderen 4, da steht dann, ja, und jedes Häschen bedeutet, es ist eine neue Nachricht. Ich meine, steht dann meistens da ganz unten. Ja, ist eigentlich total schön. Da sieht ihr, ja. Nee, das ist Privatinternet, selber mitgebracht von meinem werten Kollegen.
Und genau, ich wollte jetzt mal die verschiedenen Dinge ansprechen, die man da, mit denen man da spielen kann, die man dann vielleicht, wo man Trolling-Techniken anwenden kann. Das ist einmal Vorstellungen davon, was die Kunst und insbesondere die Medienkunst zu leisten hat. Das können wir dann vielleicht an den Beispielen dann noch so irgendwie, kommt ihr da vielleicht noch drauf, was ihr da so denkt oder was da so Mainstream-Gedanken ist. Dann ins Medium eingeschriebene Wunschkonstellation. Das ist, was verspricht das Medium mir oder welches Versprechen ist da eingebettet, das da vielleicht gar nicht drin ist oder was ich da selber reinprojiziere, wie zum Beispiel Telekom verkauft mobiles Internet, damit man auf Fußball drauf gucken kann, auf dem Handy, geht gar nicht, aber es probiert ja auch eh keiner aus und dann ist auch egal. Aber der Wunsch, die Wunschkonstellation hat es trotzdem zu einem Produkt gemacht. Hm? Solche Dinge, da gibt es auch das ist ein Begriff von Hartmut Winkler. Es gibt zum Beispiel auch diese Idee, dass Hypertext ein Problem lösen kann der sprachlichen Definitionen. Also, dass man über den Hypertext menschliche Sprache und Computersprache aneinander angleichen kann, weil ich ja immer, wenn irgendwas ambig ist in einem Text, einen Link draufsetzen kann und dann sagen, was habe ich denn genau damit gemeint? Und wenn da drin wieder eine Zweideutigkeit ist, kann ich da nochmal verlinken, was habe ich denn wieder damit gemeint? Und damit jede zum Beispiel Ambiguität auszuräumen. Das ist so eine Wunschkonstellation. Und dann gibt es natürlich noch die Normen einer Community, innerhalb derer agiert wird. Und deren Erwartungen. Besonders interessant wird es natürlich, wenn dann die Community, in die da jemand reingehen will, die sogenannte Netzgemeinde ist. Weil die Netzgemeinde oder die Digital Natives oder sonst was, die lassen sich ja überhaupt nicht definieren. Die versuchen das zwar immer wieder selbst und schaffen es nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass einige Künstler es geschafft haben, zumindest alle Leute da über gewisse Trolling-Aktionen irgendwie anzusprechen oder eine sehr, sehr große Bandbreite aus dieser Masse von Usern. Das sind einfach Leute, die vor dem Computer hocken und einen Internetanschluss haben. Mehr Gemeinsamkeiten haben die ja oft nicht. Ne? Jody haben wir schon angeschaut. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele zeigen, anhand derer wir vielleicht solche Dinge eruieren können. Ich möchte erstmal von Evan Roth Available Online for Free zeigen. Evan Roth ist eigentlich jemand, der so aus der Street Art kommt, Graffiti-Künstler, einen Hintergrund als Graffiti-Künstler hat, der zum Beispiel das Lasertag-Laboratorium betreibt, wo man dann halt so Graffitis zum Beispiel abfotografieren kann, dann wird da halt der Schwung rausgemacht, dann kann man das mit Laser irgendwo draufschießen, so. Also das totales Hackerspace-Material eigentlich. Der hat jetzt aber auch manchmal ganz einfache Sachen gemacht, nämlich so einen Aufkleber, der ist einfach available online for free. Das kann man dann überall draufkleben, da geht man in den Laden und klebt es mal überall drauf. Ne? Ja? Hier geht man in meinen Mediamarkt und klebt mal. Das ist schön. Hier auf den Schallplatten, da blutet mir auch ein bisschen das Herz. Aber stimmt, ne? Also ist ja nicht die Unwahrheit gesagt. Interessant ist dann, ja, Cubase, alles, schaut mal. Fragt man sich, was mache ich in dem Laden eigentlich? Ne? Aber die interessant sind dann natürlich immer die Kommentare, die dann bei sowas kommen. You people make me sick und so weiter. Ja, das ist also die. Es ist in gewisser Weise eine Provokation, aber es ist nicht nur eine Provokation. Wenn man Trolling einfach als Provokation abtut und dann sagt, und danach denken die Leute über ihre eigene Position nach, das ist zu kurz gedacht. Das ist ein sehr, sehr einfaches Projekt, was aber trotzdem recht wirkungsvoll war. Ein Vorläufer hat das Projekt gefunden in Tobias Leingruber Pirates of the Amazon von 2008. Das war ein Firefox Add-on. Ich gucke jetzt, ich hoffe mal, das Video geht. Das Video ist natürlich auch sehr schön gemacht. Ich glaube, hier ist gar kein HD an. Der hatte damals auch selber kein HD. Da gab es noch kein HD. Ja, nee, das gab es noch gar nicht. Und das ist einfach ein Firefox-Add-on. Ja, geht, ja. Okay. Ja, jedenfalls, das ist ja auch ein schönes Anleitungsvideo, wie das oft so für so auch kommerzielle Add-ons ist. Ah, hier, klick mal da und ach, total toll. Und es kommt eine lustige, trendige Musik im Hintergrund. Was er hier erklärt, ist halt, man braucht erst einen Torrent-Client. Installiert man sich das Firefox-Add-on hier. Ja. Und das Gute ist halt auch die Larifari-Sprache, die ihr so benutzt. Oh yeah, and we click here, and we click there, and then we just restart it, and so on. Ja. Und auch schön, wie er sich zum Beispiel hier auch als Künstler nicht versucht abzugrenzen von seinem Publikum, was so ein bisschen die, natürlich eine ideologische Sache ist, aber auch so die Trollmaske ist hier eigentlich, guck dir mal, ich bin auch so ein Typ mit Windows XP, ja. So der typische Künstler würde natürlich nur seinen Mac zeigen.
Ne? Also es ist ja eine Pest in Künstlerkreisen, dass da alle mit Mac arbeiten. Ja, und jetzt? Na, jetzt sieht man es nicht. Ne? Aber das Schöne ist, wie dieses Firefox-Add-on auf Amazon, sobald man ein Produkt aufruft, das es auch bei Pirate Bay gibt, das macht dann im Hintergrund so ein paar Abfragen, guckt, gibt es auch bei Pirate Bay? Und dann erscheint da auch Download for Free nebendran. Ja? Jetzt guckt mal, jetzt sucht er hier nach irgendwelchen Kraftwerkplatten. Ja, weil das Wichtige ist, wie es dann gemacht ist. Es gab nämlich vorher schon solche Projekte, dass man zum Beispiel die Internet Movie Database absurfen kann und es wird auf Pirate Bay abgeglichen. Aber das war von der Ansprache des Publikums total falsch. Das war, da muss man dann irgendwelche Knöpfchen drücken und irgendwelche Codes eingeben und es sah total aus wie irgendein Terminal. Was den meisten Leuten, die können damit nichts anfangen. Was er gemacht hat, ist halt den Web 2.0 Logo Generator genommen. Und hat da reingeschrieben, download for free. Und ist vor dann halt eine 4. Also auch so was ganz Lockeres und es sieht total aus wie ein Produkt. Interessant dabei ist das dann, na, jetzt komm schon, zeig dein download for free. Ja. Guck mal. Ja, das war jetzt falsch, ne? Interessant ist, was dann daraus entstanden ist, nämlich das war eins der, das hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, ey, Momente mal, jetzt kennt dann ja jeder die Pirate Bay wegen diesem Add-on. Also es gab wirklich Leute, die noch gedacht haben, Pirate Bay ist irgendwie underground oder so und das kennt noch keiner. Und jetzt hat er die dann verraten und jetzt wird es dann ja bestimmt bald zugemacht und so weiter. Also das heißt, der hat tatsächlich sogar genau das Gegenteil gemacht von einer Überlegenheitsgeste und hat den Leuten, die sich überlegen gefühlt haben, eigentlich gezeigt, was ihr da macht, wenn ich so 10 Zeilen JavaScript schreibe, dann kann es jede Oma bedienen und merkt es vielleicht nicht mal. Die denkt dann, oh toll, ja, Amazon zeigt mir jetzt hier kostenlose Downloads an. Das ging in den sozialen Medien zu der Zeit, war das Projekt sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also da gab es teilweise tausende von Kommentaren zu der Ankündigung, dass es das gibt. Ja, schaut mal, da war das Download for free. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Sehr, sehr schön. Das heißt, hier wurde, gut, ihr habt es kurz gesehen, ja, muss reichen, das mit dem Video hält ja keiner aus. Deswegen auch vorhin meine Idee von der trollenden Software. Das heißt, die Software, die zeigt was ganz anderes, die zeigt einen Service an und dieser Service ist irgendwie so disruptiv, dass sich da bestimmte Leute auf den Schlips getreten fühlen und dann sagen, oh nein, oh nein, oh nein. Und andere Leute haben auch gesagt, ey, das ist ja voll unmöglich, jetzt macht ja Amazon pleite oder sonstige Sachen. Ja, ich meine, es ist immer noch ein Firefox-Add-on. Das spielt auch mit dieser Idee, dass Webseiten eigentlich was anderes sind als irgend so ein paar ASCII-Zeichen, die in den Browser reingespult werden. Das kann man natürlich an jedem Zwischenschritt, der da abläuft, ändern. Also, ja, das ist eine relativ einfache Sache. Hier Pirates of the Amazon hat so, was ich dann ein bisschen schade finde, ist, dass der Tobias Leingruber das dann zurückgezogen hat. Und hat gesagt, ja, das war ein Parodieprojekt, das macht man eigentlich nicht. Ne? Aber die Anwaltsbriefe, die dann da aufgeschlagen sind, das war halt für ihn was ganz Neues. Inzwischen ist er da auch abgehärtet, würde das locker jetzt anders machen. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt, da gab es dann auch verschiedene Leute, die ihm gesagt haben, nee, ich mache das Projekt jetzt weiter und so. Was dann aber, tatsächlich existiert das Add-on immer noch. Also das fliegt halt, das XPI-File fliegt immer noch rum und geht immer noch, kann man also holen. Und hier sind auch noch so die schönsten Kommentare, Pressemitteilungen und so weiter. Pressebesprechung. Genau, und als einer der Klassiker der Netzkunst, was oft als politische Netzkunst bezeichnet wird, ist die Vote Auction von Übermorgen. Übermorgen ist eine Wiener Künstlergruppe, also das sind zwei Leute, und die haben, jetzt hoffe ich wirklich, dass es klappt, die haben im Jahr 2001, die haben schon 2000 angefangen, zur amerikanischen Präsidentschaftswahl ein eBay-ähnliches System aufzusetzen. Ich zeige jetzt hier eine Version aus dem Internetarchiv. Ein eBay-ähnliches System aufzusetzen, wo man seine Wählerstimme verkaufen kann und andere Leute können dann drauf bieten und können dann meine Wählerstimme ersteigern. Und das ist jetzt wohl wirklich, jedenfalls dieses System, ich gucke jetzt mal, ob ich da reinkomme,
Ja, nee, das schade, das Logo wurde jetzt auch nicht geladen. Das Logo ist echt schön. Das ist einfach so ein V, wie so ein Häkchen, das man im Wahlballot macht. Und das Tolle ist, die ganze Webseite war der komplette Quark. Also diese ganzen Zahlen und Statistiken, wer hat schon an wen wie viel verkauft, das waren alles Zufallszahlen. Also das heißt, die Zahlen wurden einfach im Laufe des Projekts immer weiter erhöht. Es gibt hier auch überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, ja, ich will jetzt hier meine Stimme verkaufen. Das gibt es auf der Webseite nicht. Sondern allein das ist also wirklich eine primitive Webseite, die aus ein paar HTML-Dateien und einem Perl-Skript besteht, das die Zahlen hochzählt. Das hat trotzdem für ein derartiges Aufsehen gesorgt, dass die von allen Staaten der USA komplett verklagt wurden. Also das heißt, jeder einzelne Staat hat die verklagt. Da gab es Fernseh- und Zeitungsberichte drüber. Es lief auf CNN und die übermorgen hat sich dann da vorgestellt als osteuropäische Geschäftsleute, die halt den globalen Wahlstimmenmarkt irgendwie mal so da rein investieren wollten und dann auch sagen, ja, wir haben den IPO bald und so weiter. Also komplette Story erfunden. Und eine schöne Geschichte ist auch, dass einer der Richter, der mit dem Fall betreut war, in einem der Staaten, ach ja toll, jetzt lassen mich alle hängen heute, der hat irgendwann mal gemerkt, so in einem Anflug von Reflexion, so, das kann doch gar keine E-Commerce-Seite sein, da ist doch gar kein Einkaufswagen drauf. Ja? Woraufhin die natürlich, sobald die das spitz gekriegt haben, sofort ein Einkaufswagen-GIF auf die Webseite gemacht haben, das natürlich keine Funktion hatte, aber der Prozess konnte weitergehen. Ja? Das heißt, was sie dann gemacht haben, ist zum Schluss aus den ganzen Dokumenten, die ihnen zugesandt und zugefaxt wurden, Skulpturen zu bauen. Das heißt, es sind dann einfach, ja genau, das ist jetzt so der Wrap-up von dem Projekt ein paar Jahre später. Da gibt es dann, könnt ihr hier gucken, wo ist es denn hier? Ja, jetzt gucke ich mal, das ist jetzt das Falsche. Ja, da gibt es noch ein schönes Foto, wo halt die ganzen Dokumente aufgestapelt sind als Skulptur. Und auch diese, interessant dabei ist, wie die vorgegangen sind. Die haben also, der Slogan von Vote Auction war auch noch Bringing Democracy and Capitalism Closer Together. Das heißt, sie haben so gesagt, es ist ja eigentlich nicht nett, dass nur die großen Firmen und Lobbyorganisationen Einfluss auf die Politik nehmen können. Es soll ja peer-to-peer-mäßig ablaufen. Jeder soll diesen Einfluss haben können. Und das war so die Idee, woran sich dann alles aufgehangen hat. Die haben aber die Idee von einem Studenten abgekauft, von einem gewissen Herrn Baumgartner aus den USA. Der hatte die Idee, aber hat gesagt, oh, das ist mir zu viel Stress, das mache ich nicht. Ja? Den ganzen Stress hat die Organisation, hat die Künstlergruppe übermorgen auf sich geladen und haben das dann hinterher bezeichnet als Kunst innerhalb des justizialen Systems, als Legal Art. Und das ist noch eigentlich das größte Trolling an der ganzen Geschichte. Erstens mal, sie haben es gar nicht selber gemacht, sie haben es nur durchgezogen, die Aktion. Zweitens haben sie die Dokumente, die ihnen zugeschickt wurden, einfach gestapelt und haben gesagt, wir sind ja außerhalb der juristischen Macht der Vereinigten Staaten. Wir sind hier in Wien, was wollt ihr von uns? Und sie dürfen jetzt natürlich immer noch nicht in die USA einreisen. Und sie haben dann auch noch gesagt, was wir da machen, das ist gar keine politische Aktion. Das ist gar keine Parodie, das ist einfach Legal Art. Also die haben sich dann berufen auf den Wiener Aktionismus, was eine Kunstbewegung war, die in einem Nachkriegs-Österreich, wo sie gedacht haben, also eine ähnliche Situation, wie es auch in Deutschland war, wo so die Künstler das Gefühl hatten, die Kunst kann nichts mehr erreichen, die Kunst hat gar keine Wirkungsmächtigkeit mehr, alle Leute sind mit Konsum beschäftigt, weil das halt so eine schöne Ablenkung ist von den Nazi-Verbrechen. Und dann haben die halt provokante Aktionen gemacht, die vollkommen inhaltsleer waren. Das heißt, es ging nur um die Struktur dieser Aktionen. Und genauso haben übermorgen es dann auch gesagt, das war ja überhaupt keine political art. Das heißt, die haben dann auch noch die Leute aus der Hacker-Bewegung, haben die dann auch noch gesagt, nee, was ihr macht, das interessiert uns gar nicht. Das ist uns vollkommen egal. Wir machen nur Kunst. Und kann man verstehen, wenn man weiß, dass einer von übermorgen früher bei der Gruppe eToy war, die zum Beispiel auch Memes, die in der Hacker-Kultur waren, wie Free Kevin Mitnick, die haben das zum Beispiel auch einfach benutzt, um sich selber bekannter zu machen. Die haben es oft auf die Schippe genommen, wie die Leute dann denken, dass man online irgendwie was bewirken kann oder Protest überhaupt aus,
üben kann, weil sie gesagt haben, das hat doch überhaupt keine Auswirkung. Da können wir auch irgendwie sagen, wir haben hier den Free Kevin Mitnick Song gemacht und der ist von E-Troy und sonst haben sie überhaupt nichts gemacht. War also rein strukturell angelegt. Ein neueres Projekt von denen ist der Alano-Hof und der funktioniert viel subtiler, was mir auch sehr gut gefällt. Hier, der Alano-Hof ist ein Bauernhof in Österreich, in Tirol. Und wenn man so ein bisschen guckt, dann merkt man, irgendwas ist da irgendwie madig. Ja? Also da sind so Hunde. Und was die halt machen, ist, die bieten hier Hundefleisch an. Ja, also hier gibt's halt Kühe und Hunde und Kaninchen. Das sind dann die Produkte. Da steht dann hier, Beef oder Dog Jerky, Bio Dog Ramen, also kann man da bestellen. Aber so auf den ersten Blick merkt man das ja gar nicht. Nur sieht man, ach, irgendeine Trash-Seite, die irgendein Landwirt mit Frontpage zusammengerammelt hat. Ne? Ja, genau, ist gesund, frisch, Bio, das ist halt so. Ja, und wenn ihr jetzt schaut, wie die zum Beispiel hier auch wieder mit einer Sprache arbeiten, das ist jetzt hier das Trollface, was der Tom vorher erzählt hat, die kommen hier nicht so wie auf der Vote Auction-Seite, hier sowas wie, oh, Siegel, schwarzer Hintergrund, bumm, Achtung, Kunst, Alarm oder sowas. Sondern es ist ja auch ganz gesagt, ja, so könnte es wohl sein. Ja, das sind auch tolle Kochrezepte, was man mit Hundefleisch so anstellen kann. Und es gab da auch mal, es gab da auch mal eine Aktion, zum Beispiel als die Olympiade in Seoul war in Korea, da gab es von verschiedenen Tierschutzorganisationen solche total krassen Webseiten, wo man dann irgendwie Hunde abledern konnte und so weiter. Und die haben dann gesagt, boykottiert die Olympiade in Seoul. Die haben sich hier überhaupt nicht die Freunde-Seite muss doch gehen. Jetzt nehme ich mal wieder hier die Trollcon. Nee, die Trollcon 24 ging gar nicht, sondern die Trollcon 5. Die ist jetzt weg. Ja. Ah, da ist sie ja wieder, toll. Gut. Ja, ich fühle mich wieder wirklich an die Anfänge zurückversetzt hier. So, toll, ja. Und jetzt schaut mal, wie haben die überhaupt die Leute da drauf aufmerksam gemacht? Die konnten ja nicht hingehen und sagen, hallo, wir sind der Bauernhof und machen Biofleisch, das würde ja irgendwie suspekt sein. Sondern die haben das auch als glimmendes Projekt sozusagen angelegt. Ein Projekt, das über die Jahre erstmal ein Potenzial aufbaut, bis es platzt. Man sieht hier, die haben hier den Hundeclub da, EU-Bio-Label, ist jetzt kein Link, aber vegan.at, Kinderschutzverein Große Schützen Kleine, Bio-Austria. Diese Bilder sind, als ich das letzte Mal geguckt habe, ich weiß nicht, ob das stimmt und ich prüfe es jetzt auch nicht, die waren das letzte Mal von Bio-Austria direkt eingebunden, also von deren Webseite. Und der Link zu vegan.at, da muss man natürlich nur einmal draufklicken. Dann sehen die das in ihren Referral-Logs und gucken dann mal, wo kommen denn die Besucher her. Super Kommunikationstechnik, weil sonst müsste man sich vielleicht eine zweite Identität zulegen und sich aufspielen wie jemand, den das empört und dann denen da mal Bescheid geben. Ja, was der Erfolg von dem Projekt ist, dass die schon zweimal Besuch von der Polizei zu Hause hatten, die dann halt wissen wollten, weil die haben sich dann auch einfach als Registrare dieser Domain da. Ja, und das ist aber einfach, sonst gar nichts weiter. Ja, das läuft jetzt einfach so und die Polizei, die kam schon mehrmals, die führen da scheinbar auch keine, da gibt's nicht sowas wie eine Terrordatenbank, so eine Hundefleischvertreiberdatenbank und deswegen geht die Information wahrscheinlich immer wieder verloren. Ja, aber die, ja, es ist aber auch so, die interessieren sich nicht für das Thema Hundefleisch, die interessieren sich nicht für Veganismus, die interessieren sich nicht für Bioprodukte oder sowas. Das geht rein um den Kommunikationsvorgang. Das ist ganz groß. Mir gefällt vor allem die Bescheidenheit hier. Das ist ein ganz wunderschöner. Ganz wunderschönes Projekt. Überhaupt muss man sagen, Übermorgen, die sich mit ihrer Legal Art da so wirklich etabliert haben, die sind ganz große Leute, die sehr viel aushalten und die Nerven wie Eisenbahnschienen haben. Also auch zum Beispiel von der ganzen USA verklagt zu werden, das ist kein Spaß. Die haben haben sie mir erzählt, so Qigong mussten sie dann erstmal 2-3 Jahre machen, bis das wieder alles abgebaut war. Aber herzlichen Dank an dieser Stelle für diese inspirierenden Werke.
Ja, und ich möchte jetzt noch hier was zeigen aus meinem Fundus und von, ich arbeite immer mit Olya Ljalina zusammen, das ist auch eine der Pionierinnen der Webkunst. Und wir interessieren uns vor allem für die Amateurkultur des Webs und für das Verhältnis von Usern und Hackern und wie da bestimmte Kommunikationsmuster ablaufen oder wie da bestimmte Ideen kursieren, so wer herrscht über wen und wer trollt wen und wer hat da mehr zu sagen. Also es gibt ja auch unter den Hackern ein ganz klares Bekenntnis zum Elitismus, ja, und zum Machismo vielleicht sogar. Und das hat man besonders gesehen zur Zeit der Dotcom-Geschichte, wo sich eine bestimmte Kultur etabliert hat, nämlich dass das Amateur-Internet runtergemacht wurde. Also das heißt, die ganzen Leute, die auf GeoCities und Angel Fire und so weiter ihre Webseiten gemacht haben mit den flirrenden Bildern und den krassen Hintergrundgrafiken und so weiter, die wurden da halt als die Vollidioten des Universums beschimpft, weil eben zu dem Zeitpunkt sich Webdesign als ein Beruf herausgebildet hat. Das heißt, die Webdesigner mussten auch irgendwie sich absetzen gegenüber den ungewaschenen Massen. Also die mussten irgendwie sagen, so macht man das aber nicht und da gibt's auch eigentlich Regeln und die muss man befolgen. Was sie dann gemacht haben, ist verschiedene Trolling-Techniken anzuwenden tatsächlich. Das sind jetzt viele Dinge, die wieder umgekehrt wurden. Zum Beispiel Ban Comic Sans ist ein bekanntes Projekt von einem Grafiker, der tatsächlich auch den Vincent Conner, der die Schrift Comic Sans entwickelt hat, persönlich angegriffen hat. Was muss ich jetzt noch klicken? Wo kommt das Logo nicht? Es gibt auch tatsächlich aus dieser Designer-Community ganz viele, teilweise ziemlich ekelhafte Aufrufe, Vincent Conner zu verprügeln, oder es gibt Comics, wo er von irgendwie so Skinhead-Typen halt zusammengetreten wird und so. Ja, das ist jetzt inzwischen ein total langweiliges Blog, ja. Warum zeige ich euch den Mist überhaupt? Damit ihr da ein bisschen in die Kommentare reingeht und sagt, wie war es Comic Sans? Die Lehrerin von meinem Sohn findet es super. Und ja, genau. Nämlich die Comic Sans ist jetzt auch wieder, man hat gemerkt, dass die Webdesigner und überhaupt Designer, die kann man unglaublich leicht ärgern mit der Comic Sans. Das ist immer noch, ich kann immer noch Leute sagen, ey, ich habe mein ganzes Buch in Arial gemacht und? Problem? Ja, ja, dann kann ich sagen, ach, die Helvetica, die Arial ist von der Helvetica abgekupfert. Ach so. Ja, ach, die Helvetica ist doch von der Akzidenz Grotesk abgekupfert. Habt ihr das schon gewusst? Super Argument, wenn ihr nächste Mal jemanden trefft. Ja? Und genau, überhaupt diese ganzen serifenlosen Schriften, die wurden ja auch vom Faschismus vereinnahmt, könnt ihr auch immer sagen. Kommt immer gut. Ja? Also, ja, aber das ist natürlich, und es haben sich dann ganz viele solche Communities gebildet, die eben sich über die Amateure lustig machen und von einer höheren Position auf die heruntersprechen, obwohl das natürlich überhaupt keine Auswirkung hat, weil jemand, der eine Webseite über seine Hunde macht oder so, der wird dann sich höchstens schämen und sagen, oh je, die müllen mir jetzt hier mein Gästebuch voll, was ich für eine Schrott-Webseite habe, dann nehme ich die runter. Aber der geht dann doch nicht zum Designer und sagt, ha, genau hier, Auftrag, gestalte mir meine Hunde-Webseite neu. Genau das passiert ja nicht. Es ist also ein rein destruktives Verhalten gewesen. Und es gibt da auch noch ganz viele, in Deutschland war die Müllseite sehr bekannt, vielleicht kennen das viele von euch noch. Was ich immer gemacht habe, ich habe die Müllseite auch jeden Monat abgesurft und habe dann Kopien von den Webseiten gemacht, weil ich ja wusste, die werden ja bald aus Scham gelöscht. Ja, viele Leute sind dann ja wirklich da reingegangen und haben sich echt unmöglich benommen, was ich dann auch nicht als Trolling bezeichnen würde. Ja, sondern das ist einfach ist einfach nicht nett. Und heute gibt's immer noch Websites from Hell oder was ist hier, Sitebasher. Sitebasher bin ich sehr stolz drauf, dass eins unserer Projekte ist da als schlechteste Webseite von 2011 vorgeschlagen. Es war aber auch total einfach, da reinzukommen. Ja? Weil die natürlich alle schon
so aufgeladen sind, dass sie sagen, oh ja, da, das ganze Web ist voller Müll, da gibt's noch so viel zu verbessern, da gibt's noch so viel Gradients zu machen und so viel Papierhintergründe reinzuspeisen und was weiß ich was, was die da immer als Standardverfahren anwenden und Glas-Buttons und Bevel-Schriften und was weiß ich was. Da kann man dann auch ganz einfach hingehen und sagen, ey, guck mal, holst du dir halt eine Hotmail-Adresse, sag, guck mal, meine Website, nicht meine Webseite, sondern was ich da für einen Mist gefunden habe. Und dann, puff, ist man da sofort in den Charts, wenn man es richtig anlegt. Es geht total einfach und es ist eigentlich lustig, wie da so ein etwas, was als Trolling-Technik angefangen hat, jetzt schon selber wieder zum Standard geworden ist. Also das heißt, nichts ist leichter, als so Leute zu trollen, die vor kurzem Zeit noch selber Trolle waren. Das hat sich sehr schnell etabliert. Jetzt gucke ich gerade mal, das ist noch interessant. Sidebasher, ah ja, ich muss es hier noch beweisen, dass unsere Webseite da drin ist. Shitties Nominees sind Shitty Websites of the Year und war auch total einfach, dann da eine Kommunikation anzufangen. Ich habe mich dann ausgegeben als jemand anders, der da die Webseite gemacht hat. Habe gesagt, aber ich finde meine Webseite gut und meine Hunde sind süß und so. Und hier, schaut mal da. Wir haben nämlich Facebook nachgebaut, wie es 1997 ausgesehen hätte. Also wenn man halt Netscape 4 benutzt. Guck dir mal, das funktioniert sogar. Ich mache jetzt hier mal eine Windows VM an, da ist dann Netscape 4 drin. Und da kann man das dann anschauen. Und so, ja. Ah, nee, das ist jetzt falsch. Das mache ich jetzt mal zu. Ah, wie geht denn das hier? Die Auflösung ist zu klein. Ah, jetzt mache ich hier mal Google Plus an. Google Plus ist auch gut. So. Ja. Ja. Das heißt, klar, 97 hätte man ja die Circles nicht so rund hingekriegt, dann haben wir es halt mit. Ja, aber generell die ganze Funktionalität, die uns da irgendwie wichtig war, die ist da auch drin. Ja, das heißt, also, das ist natürlich auch eine, wir haben gedacht, na, das ist doch eigentlich, also wir sehen das auch so als Skulptur irgendwie und denken, warum, es ist eigentlich so leicht, ein Social Network zu machen, das hat man heute in ein paar Zeilen Code zusammengerammelt. Das ist unglaublich. Also wenn es das sowas gäbe, sowas wie WordPress, einfach zum Runterladen. Ich glaube, 15% des Webs werden schon von WordPress ausgeliefert. Wenn man dann so ein Facebook zum Runterladen hätte, so in 5 PHP-Files oder so, das wird ja reichen. Diesen ganzen Datenbankzirkus, den die da veranstalten, brauchen sie ja nur, weil sie so viele Nutzer haben. Aber ja, genau, da geht es uns auch halt drum, erstens mal die Ästhetik von der Funktion vielleicht zu entkoppeln oder auch zu sehen oder auch zu zeigen, welchen Wert eine Ästhetik hat, die auf den Werten der Amateurkultur aufbaut und nicht uns eben vorgaukelt, so bestimmte Dinge wären so gestreamlined für unsere Zwecke gemacht. Das ist ja auch genau das, was zum Beispiel diese Aktion wie Bud Spencer Tunnel oder diese Cola da umbenennen zu Hitler did nothing wrong und so weiter. Das ist ja genau das, auch ein Trolling als, wieder als Überlegenheitsgeste, aber es stellt mir jemand ein Tool zur Verfügung, mit dem ich meine Überlegenheit beweisen kann. Gegenüber einem übermächtigen Internetgiganten oder einem internationalen Konzern. Ich kann zum Beispiel abstimmen, dass der Tunnel Bud Spencer Tunnel heißen soll. Ich kann abstimmen, dass ein Mann in Frauenkleidern auf den Otto-Katalog vorne draufkommt. Oder was war das? Neckermann. Ich weiß nicht mehr, die haben auf Facebook so einen Model-Wettbewerb ausgeschrieben. Und dann hat sich halt ein Mann einfach Frauenkleider angezogen und wollte aufs Titelblatt. Und der hat dann natürlich gewonnen. Ne? Aber das sind, es gibt ja ganz viele solche volksnähe Aktionen wie, stimmt, sagen Sie hier mal, was Sie zur Einführung des Euro denken, nachdem der sowieso schon eingeführt ist, oder hier können Sie sagen, was Sie von der und der Maut halten, oder ob dieser Tiefbahnhof gebaut werden soll, oder was weiß ich was, wo ja sowieso schon alles im Kasten ist. Das heißt, dass ja oft auch diese Kommunikation als Scheininteraktion aufgezogen wird, und dann muss natürlich die andere Seite, darf das dann genauso wenig ernst nehmen, ist ja klar. Und wenn man dann ein Tool dafür hat, um sich ausdrücken zu können, also ich denke, dass das Trolling inzwischen das ist ein Kommunikationsstandard. Das heißt, ich kann Trolling benutzen, um bestimmte Dinge auszudrücken oder Techniken des Trollings. Und das wird dann auch verstanden. Also natürlich war es leicht mit Google Plus hier oder mit Facebook, ich zeige YouTube haben wir auch. Wir haben die vier wichtigsten Webseiten, das ist Facebook, YouTube, Google Plus und Pinterest, die sind alle für Netscape 4 dann optimiert worden. So. Das war ganz schön Arbeit. Aber eigentlich war es auch gar nicht so schwer, wie
wie wir es in Erinnerung hatten. Früher haben wir ja immer gekämpft, dass Netscape nicht abstürzt, aber heute, da fluppte der Code nur so raus. Ja. Ah, ein O zu viel. Ja, ich bin ja nicht bei Jody hier, wo ich, egal für welches Subdomain, irgendwas bekomme. Ja, und das Facebook ist halt auch schön, weil das eben auch mit einem absoluten Usability-Provokation ist halt alles über Frames aufzubauen, aber das war halt die Art, wie man eben Sachen asynchron nachladen kann. Also das heißt, es ging alles schon 97. Ja, das, und damit wollen wir vielleicht auch, damit, da kann man auch rein interpretieren, zum Beispiel, dass diese singuläre Bewegung, dass die Technik in irgendeine bestimmte Richtung entwickelt und dadurch alles prägt, kann man damit eigentlich auch ziemlich das Gegenteil beweisen. Also hier, wenn jetzt jemand was Neues schreibt, dann erscheint es hier natürlich sofort in Echtzeit. Und wir haben unseren Server auch runtergedrosselt auf Modemgeschwindigkeit, also mehr als 7,5 Kilobyte pro Sekunde gibt er gar nicht aus. Damit man so das Feeling kriegt. Und auch wenn man hier was schreibt, das ganze System geht ja, dann wird es immer auf 1997 datiert, egal was man macht. Aber wir sehen da drin, also uns interessieren daran natürlich halt die poetischen Effekte. Also was kann man denn damit zum Ausdruck bringen mit diesen Geschichten? So. Ach ja, YouTube. Da kann man alles machen, ist super. Ja, jetzt zeige ich mal YouTube. Also bei YouTube was hochladen, das ist schon schwieriger. Das war ja auch, genau. Also schaut mal hier, da wiederholt sich natürlich auch der Hintergrund heute. Das ist ja für viel kleinere Auflösung gemacht. So. Also jetzt gehe ich mal bei YouTube rein, schaut mal. Ja, da hat man natürlich als Problem, dass es da noch nicht so universelle Videoformate gab wie Flash, die man überall abspielen konnte. Deswegen muss man sich das dann aussuchen. Wir haben dann auch schon vor... Aber ich meine, das dauert jetzt halt eine Viertelstunde, bis das Video kommt. Das will ich jetzt nicht abwarten. Ja, was uns aber auch wichtig war, zum Beispiel bei diesen Aktionen, ist, dass wir sehr viele Usernamen und Avatarbilder reinbringen, erstens mal aus der Zeit, aber auch die ganz stark als weiblich identifizierbar sind, weil es zum Beispiel auch so ein Bug in der Geschichtsschreibung ist, dass man muss die Sachen so machen, dass auch die Oma bedienen kann. Und dabei haben die Omas ja das halbe GeoCities vollgeschrieben. Die haben sich ja gegenseitig selber HTML beigebracht und so. Die sind es ja nicht so, dass die doof sind. Ne? Die haben dann halt ihre Strickmuster und Bilder von den Enkeln auf selber gemachten Webseiten, wo sie den Code selber geschrieben haben, gemacht. Okay. Genau, Pinterest ist auch super. Pinterest. 61% schon. Ja, genau, es geht wie im Flug. Aber ich hoffe, ich habe den Codec installiert, ansonsten müssen wir ein anderes Fall nachmachen. Ja. Okay. Das ist kein Java-Applet. Nee, das ist kein Java-Applet. Da wird natürlich der Windows Media Player eingebunden. Also ich meine, je nachdem, wie halt der, was halt der Netscape so denkt, was richtig ist, das hat, die Wahl haben wir ihm ja überlassen. Das konnte man ja nicht so richtig beeinflussen im Netscape 4. Ja. Ja, jetzt kommt. Sobald es losgeht. Ja. Ja, schön. Das freut mich ja, dass euch das gefällt. Wir haben hier noch mehr, hier zum Beispiel die Jenny, die hat noch viele andere tolle Videos hochgeladen. Ja, genau, also die auch 5 Sekunden lang, das ist halt schon so, und da kommt auch so ein David Hasselhoff-Song dazu. Das Video haben wir aber auch wirklich original aus der Zeit noch aufgehoben. Und die da auch. Ja, aber genau, das ist halt, da war es halt vor allem sehr einfach reinzukommen in diese Community von HTML5-Apologeten und Evangelisten und so weiter. Ja? Nein, das sind keine Nostalgieprojekte, weil wir ja keinen Zustand hergestellt haben, der schon existiert hat. Deswegen bin ich mir da total sicher. Ja? Um noch weiter darauf einzugehen, wie ist Trolling ein... Ja, wir sind da immer noch führend. Also ich glaube, die haben dann auch diese Abstimmung abgebrochen, weil die gemerkt haben, da ist irgendwas manipuliert. Also. Ja.
Und zwar, genau. Und das ist noch ein Projekt, was ich zum Beispiel, was ich mit dem Johannes Leingruber gemacht habe, als die Zensursolar-Debatte so in Full Swing war, wo es auch interessant war, dass zum Beispiel die, ja, Blingy natürlich, das muss man machen. Wir haben da so einen Web-Avatar gemacht, der Tobi hat sich da vor allem um die Grafik gekümmert und ich habe da so ein Avatar-System eben. Das haben dann viele Leute in ihr Blog eingebunden. Und was sie dann auch macht ist, was die Ursula dann eben macht ist, die tauscht dann auch teilweise die Bilder aus auf den Webseiten gegen Hundebilder oder Katzenbilder. Und ja, und man ist halt irgendwie ständig unter Beobachtung. Es gab da so ein paar Blogs, wenn man sich da durchgeklickt hat, dann war die halt immer da. Und sagte, hey, was ist denn da los? Oh, so viele Links auf dieser Seite, wo führen die denn hin? Muss ich mir mal alle ausdrucken und so? Ah ja, da sagt es gerade wieder. Und, ja, so. Ja, die hatte, manchmal kommt auch das berühmte Stoppschild. Ja, genau, da ist es, ja. Also, ja, das kann man auch alles irgendwie abstellen. Ja, also, das heißt, hier, das ist eigentlich ganz klar, hier wurde niemand getrollt in irgendeiner Hinsicht. Also, es wurden nur Techniken des Trollings verwendet, die jeder, der sich dieses Skript eingebunden hat, wusste ja, was passiert. Oder man guckt sich dann einfach das Skript durch. Ich habe da auch Kommentare reingeschrieben oder so, war nichts minimiert. Und hier steht ja dann auch, um was es geht. Und genau, und hier sind halt auch lauter so Links, wo man halt sieht, dass das irgendwie eine dumme Nuss ist. Ne? Und die, ja genau, und wir haben uns dann halt auch hier, es ist ja natürlich auch so eine Art, so unschuldig zu interagieren hier, dass man so sagt, ja, die macht jetzt aber was. Und es ist eigentlich, ah ja, jetzt fängt sie hier an, die Webseite umzugestalten, genau, so hier noch sehen. Also, so ist dann das Internet schon okay, ne? Aber es ging dann natürlich drum, wo man halt gesehen hat, dass die Internet-Community, die versucht hat, da offiziell vorzugehen und die ganzen Hürden zu nehmen gegenüber dem Staat und auch diese Online-Petition, die da gelaufen ist und die Franziska, die dann da hingegangen ist zur von der Leyen, die hat die halt so in der Luft zerrissen, weil die halt einfach, ich weiß nicht, so eine Wahnsinns-Medienerfahrung hat. Und dann hat so ein Projekt zum Beispiel auch dafür gesorgt, so wir wissen jetzt alles, ist irgendwie Quatsch, aber das ist auch so ein Kommunikationsstandard, den wir kennen und den die nicht benutzen können und das hat dann auch das schweißt dann auch so die Gruppe zusammen. So kann man vielleicht auch definieren, wer eine bestimmte Sicht auf dieses Gesetzesvorhaben hatte. Ja. Okay, jetzt will ich nochmal schauen. Ja, das heißt, das Trolling wurde hier so als taktische Handlung eingesetzt. Ich muss aber auch sagen, dass mich die Debatte um diese Zensursula-Geschichte eigentlich auch nicht wirklich so spannend fand ich die nicht. Ne? Also weil es war alles so dermaßen over the top, dass da hatte ich schon noch genug Vertrauen in den Staat, dass das da irgendwann mal aufgehalten wird. Aber und es wurde ja auch an genug Stellen gesagt, dass das ja eigentlich auch so eine Publicity-Aktion von bestimmten Leuten war, um sich halt abzusetzen von den anderen Leuten, die, genauer gesagt, der SPD, die man ohne die Aktion vielleicht gar nicht hätte unterscheiden können voneinander. Ja. Okay. Und genau, deswegen denke ich, dass sie, ja toll, ne? Dass es eben auch die Aufgabe die Aufgabe von Medienkunst zu reflektieren, finde ich ziemlich interessant. Also es geht natürlich oft darum, was sich besonders durch so große Veranstaltungen wie die Ars Electronica oder Institutionen wie das ZKM hat sich das eigentlich schon so eingebrannt, dass die Medienkunst und dann ganz besonders die Internetkunst, die muss erstmal irgendwie kritisch sein, die muss aus der Hacker-Community kommen, die muss politisch irgendwie was bewirken wollen, die muss uns vielleicht einführen in neue Technologien. Das war ja auch ganz lange so, dass wenn jemand irgendein Megakonzern bringt ein neues Gerät raus, dann werden erstmal Künstler kontaktiert und die sollen dann irgendwas Schönes außenrum bauen, damit, wenn das Ding dann durch die Straßen fährt, man nicht so erschrickt, dass es so eingeführt wird. GPS gab es zum Beispiel ganz viele Aktionen dazu, dass dann auf der Ars Electronica so ein Postbote mit dem GPS-Empfänger rumläuft. Dann hat man auf irgendeiner tollen Projektion gesehen, wo der gerade ist und lauter so Schmarrn, ja, wo man sich denkt,
toll, ne? Da braucht, aber gut, hat's, als Künstler, ne? Da muss man schauen, wie man die Miete bezahlen kann. Und die, und ich denke, es gibt auch ganz viele, ja, da gibt's einen riesig großen Raum. Aber ich denke, wo dann sowas eben genau gut funktionieren kann. Zum Beispiel, dass diese Facebook-Geschichte, die ging dann bis in die Kronenzeitung in Österreich, was so das Äquivalent zur Bild-Zeitung hier ist. Und die, ja, von diesen Legal Art-Geschichten oder von den Geschichten, die Ivan Roth und Tobias Leingruber gemacht haben, gar nicht zu sprechen. Es heißt, das hat dann vielleicht schon eine gesellschaftliche Auswirkung, aber die ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, sondern ganz oft ist die Struktur, einfach die Kommunikationsstruktur wichtiger. Das ist dann auch die Position, die man sich da luxuriöserweise gönnen kann, wenn man sagt, ich mache Kunst. Ne? Und die andererseits gibt es natürlich auch die Idee, dass man als Künstler bestimmte Tools zur Verfügung stellen kann, damit sich die User ausdrücken können auf eine bestimmte Art und Weise. Und das Trolling, das ist tatsächlich, denke ich, das ist einfach so tief verankert in der Internetkultur, in der Userkultur. Also das heißt, das muss nicht mal sagen, das hat sich mal der Alan Cox ausgedacht oder sowas oder der was weiß ich wer, ja, sondern das war einfach. Das ist auch oft so das Letzte, was man als User noch tun kann in solchen total kontrollierten Systemen wie Facebook oder Google Plus oder sowas. Was soll man da noch machen außer trollen, wenn man irgendwie so ein bisschen Ellenbogenfreiheit spüren will? Weil sonst, man kann ja gar nichts mehr machen. Also man kann ja nicht mal mehr GIFs hochladen irgendwie so. Das ist ja, also öder geht's ja gar nicht mehr. Monies? Ponys, ja genau. Das ist ja auch sowas wie, lade dein Foto hoch, aber dann lade ich halt mein Microsoft Paint-Bild hoch. Weil das ist natürlich dann kein Foto, aber es funktioniert zumindest. Und es sagt dann, wenn ich zum Beispiel auch was mit Microsoft Paint zeichne, da kommt ja das Trollface auch her. Und deswegen ist es so ein starkes Symbol. Und deswegen, ich meine, sieht super aus, ne? Aber man muss es nicht vektorisieren. Ja? Das Original ist pixelig. Aber gut, Künstler-Original, ne? War ja klar, dass irgend sowas mal kommt. Aber das ist auch sowas, wie wenn ich auf einem komplett kontrollierten Arbeits-Windows XP-System in der Bank sitze, dann kann ich gar nichts machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist die von Microsoft mitgelieferten Programme benutzen. Das ist dann halt vielleicht Office, aber es ist auch immer Microsoft Paint. Und das ist dann auch so eine Sache, wo ich sage, ich befreie mich jetzt hier mit dieser Ausdrucksform, befreie ich mich von dem Zwang, dass ich hier eigentlich Erwerbsarbeit machen muss, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich benutze die Technik, die mir zur Verfügung gestellt wird, halt dafür, um zum Beispiel so einen Trollface-Comic zu malen. Oder den halt zusammen zu pasten aus irgendwelchen anderen Internetquellen. Und es geht zack, zack, weil die Ästhetik auch von diesen Trollgesichtern oder von den Memes ist ja auch wirklich so, das muss man in 5 Sekunden zeichnen können. Das kann man halt, der Chef guckt kurz rein, dann zeichnet man uns, dann guckt er wieder rein, schon fertig. Also, genau. Das ist vielleicht so ein Blickwinkel, den ich hier gerne anbieten möchte, dass Trolling strukturell vor allem interessant ist und dass Trolling vielleicht auch von einem inhaltlichen Punkt nicht so ausgeprägt definiert sein muss, sondern dass das eine bestimmte Kommunikationstechnik ist oder auch dass zum Beispiel diese Aktion auf YouTube, die pornografischen Filme hochzuladen. Das ist ja auch sowas wie, ihr seid Google und euch gehören die Hälfte aller Datacenter in der Welt, aber wir haben jetzt eine Taktik eben entwickelt, die locker aus der Historie des Trollings abgeleitet werden kann, mit der wir euch trotzdem zeigen können, dass ihr nicht die Bosse seid. Oder dass ihr zumindest mit uns rechnen müsst. Also wir sind auch noch da. Und das vergleiche ich auch wirklich mit, das kann man wirklich auch mit Graffiti zum Beispiel vergleichen, wo halt Leute angefangen haben, als Graffiti eben neu war. Heute streicht ja die Stadt irgendwie eine Wand grau und dann dürfen da die Leute sich ausdrücken. Aber da ging es ja auch darum zu zeigen, wir sind auch jemand, wir sind auch da und das ist mein Name. Und mein Name ist dann halt Kir05 oder sowas. Also wo ja so pseudonyme Namen auch schon verwendet wurden. Also das heißt, es ist schon so auch ein Lebenszeichen von den Usern im Gegensatz zu den Hackern. Die Hacker, die ja auch eine eigene Sprache entwickelt haben, um zum Beispiel sich von Usern abzugrenzen, sei es Loser oder Lamer oder was weiß ich was, die
die dann auch bei Google eben ihre Skills zur Anwendung bringen und sowas machen wie YouTube, Gesichtserkennung und was weiß ich was für Zeug, ne? Oder der findet dann halt raus, wenn irgendwie auf meinem Video im Hintergrund David Guetta läuft und löscht es dann automatisch oder blendet dann Werbung ein oder sonst was. Ja, das sind ja auch, das ist ja der. Und dann kann man aber als User trotzdem noch was sagen. Das heißt, ich stehe so einem riesen Monolith gegenüber, der unbesiegbar aussieht, aber ich kann dann eben durch Trolling da noch irgendwie meinen Platz finden. Ja, bitte. Weil ich habe mal Trollen und Hacken verglichen, weil ich fand, dass Trollen und was bitte? Trollen und Hacken so ja. Sozusagen parallelisiert, weil ich dachte, naja, also ähnlich ist ja schon, dass man versucht, nach irgendwelchen Sicherheitslücken zu suchen. Das sind ja gar keine Sicherheitslücken. Na doch, um erfolgreich zu trollen, muss man ja irgendwie den richtigen. Das sind, ich würde es einfach als Lücken überhaupt bezeichnen. Also das sind entweder weiße Flecken in einem Regelwerk, kann das auch nur sein. Es ist ja keine Sicherheitslücke, zum Beispiel, wenn ich auf Facebook mir eine falsche Identität zulege. Das kann man nicht unter Sicherheitslücke zum Beispiel eintragen, weil die Sicherheit, also wenn man so eine Vorstellung hat, dann müsste ja Sicherheit sein, dass ich zu Facebook gehe und meinen Personalausweis vorzeige und dann geben sie mir irgendeinen Hash und den tippe ich dann zu Hause ein oder sowas. Das ist dann ja nicht, das ist ja kein Leck im System Facebook, sondern das ist ein, wie es Tom schon vorher angesprochen hat und der Stefan auch, das ist ja eine Erwartungshaltung, die enttäuscht wird. Also das heißt, ich denke bei Facebook, da melden sich alle mit Realnamen an und es stimmt alles irgendwie und Facebook funktioniert ja auch am besten, wenn ich die Regeln befolge. Aber ich kann mir natürlich auch sagen, ich habe ganz andere Ziele und mache dann andere Regeln darin. Also und natürlich versucht auch Hacking wird oft so breit wie möglich angelegt. Das wird beim Trolling, jetzt habe ich das Gefühl, läuft das auch in die Richtung. Das heißt, letztendlich ist alles Hacken und letztendlich ist alles Trollen und so. Aber beim Trollen, denke ich, man könnte es vielleicht mit Social Engineering oder so, würde ich sagen, da bestehen vielleicht Brücken. Aber ansonsten kann man auch super hacken und hat noch nie im Leben einen Texteditor aufgemacht. Trollen, ohne im Leben mal einen Texteditor aufgemacht zu haben. Und das ist, denke ich, ein großer Unterschied, dass es halt eine Technik ist, eine Kommunikationstechnik, die einer viel größeren Masse von Menschen zugänglich ist, als das, was heutzutage unter Hacken verstanden wird. So nett wurde ich noch nie. Ja. Also komm, so schlecht war es nicht. Ein bisschen Applaus ist schon okay.